Freunde, das Samsung Galaxy Z Fold 5 ist da. Schaut euch einfach das Video zum Z Fold 4 aus dem letzten Jahr an. Da habt ihr alle wichtigen Informationen, die ihr braucht. Danke fürs Zuschauen. Bye. Ich mache natürlich nur Spaß. Wir haben ja jetzt ein neues Scharnier. Danke, das war's. Ich könnte ewig so weitermachen. Tatsächlich gibt es im Vergleich zum Z Fold 4 beim Z Fold 5 nur einige kleine Verbesserungen. Die Abmessung des Gehäuses, die Kamera und der Akku sind identisch geblieben. Das Display wird jetzt bis zu 1750 Nits hell, was einfach wirklich unglaublich hell ist. Im direkten Sonnenlicht ist es kein Problem mehr, das Display richtig gut ablesen zu können. Das Z Fold 5 ist wirklich nur ein ganz leichtes Upgrade zum Z Fold 4, aber es gibt trotzdem drei Gründe, warum ich persönlich, wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, mich zwischen dem Z Fold 4 und dem Z Fold 5 entscheiden zu müssen, immer zum Z Fold 5 greifen würde. Erstens, es wurde wie schon erwähnt ein neues Scharnier verbaut, die sogenannte Flex Hinge, die das Gerät komplett schließen lässt, wodurch das Z Fold 5 2 mm schmaler ist. Außerdem hat Samsung es geschafft, das Gerät 10 Gramm leichter zu machen. Für alle, die jetzt Fragezeichen im Gesicht haben, das macht wirklich was aus. Vertraut mir da hier, es liegt wirklich viel, viel angenehmer in der Hand als noch das Z Fold 4. Zweitens, das Galaxy Z Fold 5 hat den Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor verpasst bekommen, der super effizient und schnell ist. Die Bedienung läuft dadurch ultra flüssig und schnell, das möchte ich wirklich nicht mehr missen. Durch den neuen Prozessor sollen sowohl der Akku als auch die Kameraaufnahmen besser geworden sein, denn beides hat sich zumindest auf dem Papier im Vergleich zum Vorgänger nicht verändert. Bei der Akkulaufzeit kann ich das bisher nicht bestätigen. Ich komme wie beim Z Fold 4 auch schon so auf eine solide Display-On-Time von ca. 6 Stunden, was ich völlig ausreichend finde. Bei den Kameraaufnahmen hingegen finde ich, dass der Kontrast sowohl bei den Fotos als auch bei den Videos etwas besser geworden ist. Drittens, die neue S Pen-Hülle, die den Transport des S Pen endlich alltagstauglich macht. Leider können wir den Stift noch immer nicht wie beim S23 Ultra im Gehäuse versenken und die bisherigen Hüllen von Samsung, bei denen man den Stift einstecken konnte, waren übelste Klopper. Was ich immer bedauert habe, denn ich nutze den S Pen sehr viel auf dem Fold, denn mit dem S Pen ist das Gerät wirklich ein absoluter Hit. Sowas gibt es sonst nicht auf dem Markt. Es ist so praktisch, ein vollwertiges Tablet dabei zu haben, auf dem man sich Notizen machen, malen und Dokumente unterzeichnen kann. In seinem Smartphone, das man in seiner Hosentasche trägt. Ich meine, Freunde, kurze Info aus dem Schnitt. Ratet doch mal, was ich ungefähr 2 Tage, nachdem ich die S Pen Hülle neu hatte, verloren habe. Den S Pen. Denn der sitzt nicht sehr fest in dieser Halterung. Und ich bin wahrscheinlich irgendwie, als ich das Gerät aus der Tasche gezogen habe, an dem Pinnerick hängen geblieben. Und dann hat sich der Stift verdünnisiert. Man kann den neuen S Pen leider auch nur in Schwarz nachbestellen, sodass ich mir jetzt diese Hülle einfach nochmal gekauft habe. Falls ihr eine sehr, sehr schicke und dazu noch sehr schlanke Hülle für euer Galaxy Z Fold 5 oder das Flip 5 sucht, kann ich euch die Air Cases von Pitaka empfehlen, die aus Aramidfaser bestehen und bei einer Dicke von gerade mal 0,95 mm ultra dünn und leicht sind. Aramidfaser ist 5-mal härter als Stahl und schützt euer Z Fold 5 oder Flip 5 rundum in einem sehr schicken Design. Dank der 3D-Grip-Technologie fühlen sich die Cases von Pitaka hochwertig und angenehm in der Hand an und verleihen den Geräten, insbesondere dem Z Flip 5 mit seiner sehr glatten Rückseite, wirklich guten Grip. Mir persönlich gefällt am besten, dass Fingerabdrücke mit den Air Cases passé sind. Kabelloses Laden und Reverse Charging sind mit den Cases gar kein Problem und die Hülle des Z Flip 5 kommt sogar mit dem patentierten MagSafe Slimboard auf der Rückseite, womit ihr MagSafe-kompatibles Zubehör nutzen könnt und das ist wirklich der Knaller. Ihr findet den Link zu den Pitaka Air Cases unten in der Videobeschreibung. Samsung selbst behauptet, dass der Knick im Display durch die neue Display-Technologie weniger geworden sei. Und ich finde, ja, ich sehe das irgendwie auch. Vielleicht bilde ich mir das aber auch ein bisschen ein, weil ich gerne möchte, dass es weniger geworden ist. Genauso wie alle Eltern ihre Babys immer super süß und schön finden, was manchmal auch nur sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Ansonsten macht das Z Flip 5 genauso wie sein Vorgänger einfach nur Spaß. Mit der Multi-Window-Funktion, mit der ihr mehrere Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm bekommt und sie nutzen könnt. Wir haben nach wie vor Decks an Bord, womit euer Z Fold 5 einfach zu einem ausgewachsenen Laptop mutiert. Insbesondere, wenn ihr dann noch eine Maus, ein Keyboard und vielleicht zu Hause einen Bildschirm anschließt. Die Lautsprecher sind laut und voll perfekt, um darauf Videos zu schauen.
Das Fold 5 ist wasserdicht, leider immer noch nicht gegen Staub und Sand geschützt, was hinsichtlich des verbauten Scharniers zugegeben auch schwierig sein dürfte. Und wir bekommen jetzt 4 Jahre Updates, was ich persönlich sehr begrüßenswert finde. Ich behaupte, dass sehr viele Menschen mit dem Z Fold 5 als Smartphone zusätzlich kein Tablet und auch keinen Laptop benötigen. Wenn man die Kosten für diese 3 Geräte zusammenrechnet, sind die UVP von 1.900 Euro irgendwie noch fair, dass das Fold 5 allerdings nochmal 100 Euro teurer geworden ist als noch das Fold 4, halte ich mit Blick auf die wenigen Verbesserungen leider nicht mehr ganz für fair. Ich habe vor einigen Monaten ein Video rausgebracht, wo ich Apple massiv dafür kritisiert habe, dass ungefähr seit dem iPhone X oder 10 jedes Jahr das gleiche Smartphone nur ein bisschen aufpoliert auf den Markt gebracht wird. Samsung schlägt in diesem Jahr mit dem Z Fold 5 leider in dieselbe Kerbe. Wenige kleine Verbesserungen, aber im Grunde nichts Neues, was wir nicht schon vom Fold 3 oder 4 kennen. Ich hoffe, dass wir mit dem Fold 6 dann wieder einen größeren Sprung machen, wie sie es in diesem Jahr auf jeden Fall mit dem Flip 5 und seinem wunderbar großen neuen Außendisplay gemacht haben, denn das war auf jeden Fall ein Gamechanger. Ich hoffe, dass Samsung einen solchen Gamechanger im nächsten Jahr auch beim Z Fold 6 bringen wird, zum Beispiel mit einer breiteren, dafür weniger langen Form, um das Außendisplay besser nutzen zu können. Ich hoffe, mein Review, beziehungsweise ist es ja mehr eine Meinung, zum Galaxy Z Fold 5 hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt doch unbedingt den Like-Button und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Für euch ist es völlig kostenfrei und mir hilft es dabei, mit diesem Kanal zu wachsen. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.